Als erstes habe ich mir im Keller zwei Bretter gesucht. Das sind Lattenrostbretter von einem alten IKEA-Bett. Die sind 140 cm lang, 6 cm breit und 2 cm hoch. Dann habe ich mir im Baumarkt Rundholzstäbe besorgt. Die sind 1 Meter lang und 14 mm dick. Danach habe ich in die Lattenrostbretter in 20 cm Abständen 14 mm Löcher gebohrt und die Rundholzstäbe habe ich in 15 cm lange Stücke geschnitten. Und zu guter Letzt habe ich die Rundholzstäbstücke in die Löcher reingehämmert. Es ist nicht geleimt, sondern nur gesteckt. Dann habe ich das Ganze an der Wand montiert, einzeln. Ein paar Bögen draufgeschmissen. In meinem Fall sind es 7 Bögen, die drauf passen. Und mir ein Bier aufgemacht und mein Werk zufrieden betrachtet.